Aber es ist schon ein schönes Spiel. Also es entfaltet so eine coole Atmosphäre. Es macht jetzt, ist, also ganz ehrlich, es frisst gerade tierisch an mir, dieses, ach komm, Monty, stell dich jetzt an, komm, wir kaufen es, kauf es, kauf es doch einfach. So teuer ist es doch nicht, ist ja gerade runtergesetzt. Komm, kauf's, du willst es doch auch. Dann kannst du weiterspielen. Die ganze Nacht. Willst dich morgen früh krank? Dann machst du am Morgen weiter, baust die Basis auf. Und dann habe ich halt hier diesen kleinen Gamer-Teufel auf der Schulter. Gut, auf der anderen Seite halt auch, gell? Der sagt dann so, melde doch, weißt du, auf der linken Schulter sitzt dann der Gamer-Teufel, der sagt, melde dich morgen krank. Und auf der rechten Seite sitzt der Gamer-Teufel, der sagt, mach doch die ganze Woche. Kannst du vorlaut zocken. Hier. Hey. Macht schnitzlich. Etwas. Ja. Dich als Lastesel, Digga. Sack Zement ist, glaube ich, schon mal ein guter Ansatz. Na, ja, die ist schön. Dann ist ja Zement gebunkert, oder was? Ach, guck mal, jetzt haben wir Stahl. Oh Gott. Zementsack. Der war jetzt gar nicht so schwer. Okay. Tischventilator. Der wiegt gar nichts. Der Stahl. Was ist denn das für... Gut, es ist amerikanischer Stahl. Ja. Wir sehen ja ihre Häuser, wie die aussehen. Schön. Ja, das machst du toll. Ganz toll machst du das. Vielleicht haben wir nicht jetzt auch genug Krempel zusammen. Ob das automatisch verwertet wird, der Schrott? Das wäre natürlich Bombe. Dann hätte er, greift das vielleicht auch auf alles zu, was in Sanctuary rumeiert. Das heißt, ich muss es halt im Inventar haben. Weil ich hatte ja definitiv keinen Ventilator, der da zu Stahl verwurstelt wurde bei der Rüstung. Am Mann. Das sind so Fragen, die könnte ich lösen, wenn hart, ich mir das Spiel kaufe. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Und weiter zocken. So, erstmal. Ja, Soll ich jetzt echt Betten bauen? Ach, guck an, das wird automatisch verwurschtelt. Irgendwie. Unterschied oder was? Aber ich kann das nicht bauen. Ach, ich brauche 6 Stück oder was? Ja, aber ich habe doch genug. Ah ne, ich habe 4 Stahl, 5 Stoff oder was? Und ich brauche 26 und 93 oder was? Also ein paar Munition bleibt am Mann. Eine von den Pistolen auch. Wasser, Nahrung bleibt auch. Ja, nee, gebackene Dings hier können wir mitnehmen. Das ist Futter, die er direkt essen kann. Den Füllzug brauchen wir nicht. Die Drogen halten mir besser am Mann, bevor die Oma auf die Idee kommt, sie sich einzufahren, wenn wir nicht da sind.
Okay. Will bestimmt nicht mitnehmen, oder? Das ist die Frage. Eins dieser Häuser eignet sich bestimmt als Schlafplatz. Das ist in jedem Fall spannender als die Arbeit im Haushalt. Aha, nee, er nimmt nur das, was ich am Körper, im Inventar habe. Zeigt nämlich keinen Stahl mehr an, keinen Stoff mehr. Den hatte ich repariert, deshalb ist er wieder dran. Und rechtes Bein muss noch repariert werden. Ist doch hoffentlich kein Problem, einen Stuhl für die alte Mama Murphy zu machen, oder? Cotsworth. Hey! Ja, Sir? Hier, mein Hab und Gut. Ja, ja. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Ich vermisse ihn nur so sehr. Hätten wir vielleicht vorher machen müssen. Dann muss ich jetzt ja wieder alles durchgehen. Ist auch doof. Kann man eigentlich auch da lassen, das brauchen wir ja gerade eben nicht. Gott. Warum denkst du, wir seien Freunde? Seid ihr, glaube ich, wenn ich euch Becken gebaut habe. So, und wenn ich hier eine Haarbürste organisiere, damit nicht mehr aussieht, wegen das, was ich unter dem Sofa gefunden habe. Ja. Du hast mich nie zum Tee eingeladen. Das hast du nicht vergessen, oder? Oh nein, natürlich nicht, Sir. Ich warte nur auf einen freien Tag in meinem Terminkalender. Okay, Kumpel, dann mach mal weiter. Scheint für dich ja zu laufen. Ja, Sir. Ist doch hoffentlich kein... So, Gott. Cotsworth, komm her. Alte Blechbüchse. Wir reisen jetzt wieder zum Museum und von da aus marschieren wir zu dem anderen Quest. Ja, machen wir erstmal die 10 mm leer. Bevor man die Impro, obwohl bei der Impro haben wir mehr als genug Munition. Die hat, glaube ich, auch mehr Bums. Nee, hat sie nicht. Ja,
aber komm, wir haben 350 Schuss, das können wir jetzt mal. Nee, Concorde plündern machen wir wann anders. Ich glaube auch, dass ich, also ich denke auch, wenn ich das Spiel dann mal gekauft habe, und wir machen daraus dann richtig schön Let's Play mit gefühlt, vermutet, 15.000 Videos. Ich weiß gar nicht, wie lange man spielt, bis man hier wirklich alles abgesucht hat und erforscht hat. Was ist denn? Ich glaube, der hat Spaß. Ja, das waren keine würdigen Gegner für dich, ich weiß, alter Junge. Noch eine Frau. Auch im vernünftigen Alter, um Kinder zu kriegen. Ach, was für eine Verschwendung. Die können wir doch alle irgendwie bestechen oder überzeugen, dass die bei uns mitmachen, nach Sanctuary kommen und freundliche, gute Menschen werden. Also Verschwendung. So, hier ist Leader-Outfit. Nö, das bringt ja gar nichts. Aber da war der Eichhörnchen am Stiel. Und er hat eine Lederrüstung. Oh, sie hatte eine Lederrüstung. Brauchen wir nicht mehr mit der beknackten Raider-Rüstung rumwuseln. Oh, wir haben wieder wir haben wieder Haarklammern. Läuft. Noch mehr Haarklammern. Nein, wir kochen jetzt keine Plünderer. Wahrscheinlich wurden die von den Raider Blatt. Oh, hier wurde ja richtig gemetzelt. Ach, das kann sein, dass das die anderen Siedler waren, von denen die anderen erzählt haben. Oh ja. Oh, wie bitter. Was macht der denn? Hör auf mit dem Blödsinn. Du hast hier wieder ein bisschen Streit, ne? Ja, von mir aus. Also auf jeden Fall wollte ich gerade ja erzählen, also ich denke, wenn wir das machen, also ich kaufe es mir auf jeden Fall. Im Moment kämpfe ich nur mit meinen inneren Dämonen, die mich die ganze Zeit anbrüllen. Kauf's jetzt! Und wenn ich das dann gemacht habe, würde ich es aber wahrscheinlich so machen, dass ich diese für euch ja vergleichsweise langweilige Plünderei von diesen Siedlungen jetzt nicht unbedingt aufnehme, sondern mehr die Wanderungen und die Questereien und sowas. Teergruben oder was? Ne, sieht nach Wasser aus. In den USA ist das nämlich eine ganz tolle Sache. Also in Deutschland gab es das ja auch, Teergruben, bloß haben die sich mittlerweile in Schiefer verwandelt. Grube Messel zum Beispiel. Aber in den USA hat man auch diverse Teergruben, die als für archäologische und Paläontologen, also hauptsächlich Paläontologen buddeln da. Da hinten ist Licht drin. Oh, freundlich oder feindlich? Ist die Frage. Wir gehen mal hin gucken. Ey, du da, bist du freundlich oder feindlich? Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Oh, freundlich. Hey, du. Hallo. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Hilfe? Bei was genau? Ich versuche, die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Okay, interessante Nebenquest. Wir klauen natürlich sofort das Werkzeug.
Ach, das ist ein Steinbruch. Ich frage mich, wieso der Steinbruch überflutet wurde. Durch den Regen vielleicht? Oder haben sie beim Graben eine Wasserader erwischt? Nö, das dürfte Regenwasser sein. Das sieht nach sehr massiven Kalkstein aus. Bruch, da dürften sein Schnitt großartig Wasseradern angestochen haben. Das sieht eher aus, dass das hier unten halt, dass sie sich einfach mit der Zeit nach 200 Jahren mit Regenwasser gefüllt hat. Es hat Jahre gedauert, diesen Krater zu erschaffen. Bomben schaffen das in Sekunden. Ja, aber mit Nuklearbomben kannst du echt schlecht Stein schürfen. Also zumindest ist kein Stein, mit dem man hinterher noch was Sinnvolles anfangen kann. Also das ist auf jeden Fall meine... Ja! Ich bin überrascht, hier jemanden so zu sehen. Ja, ich auch. Dass der noch lebt, allein hier, wundert mich auch. Also, dass wir das so machen, dass ich das... So, diese Concorde-Plünderei und sowas alleine mache. Und ich nehme euch quasi immer dann mit, wenn wir wenn wir Questerei machen oder herumwandern und sowas. Aber immer dieses, also quasi würden wir jetzt Concorde erreichen, einmal durchgehen, also nur als Beispiel für so eine Siedlung. Wir erreichen es, wir gehen einmal gemeinsam durch, so von wegen, ob da Feinde drin sind oder die Knallcharge gerade eben, jemand, mit dem wir halt Questerei machen können. Und wenn dem so ist, dann bleibt das natürlich dabei. Und wenn da nichts ist, also die Siedlung ist geräumt von uns, im Idealfall haben wir alles platt gemacht, ja, die Quest ist angenommen, die ich dann natürlich nicht ohne euch angehe, sondern ich habe dann einfach nur stumpf vor, die nächsten 15 Häuser nach abzusuchen. Da würde ich dann die Aufnahme immer unterbrechen, weil das ist jetzt, denke ich, ja, macht glaube ich Sinn. Ich bin richtig, ja, ich bin auf diesem kleinen Seitenweg, der dann da vorne nochmal auf eine Abzweigung stoßen müsste. Die alte Autobahnbrücke, Highway. Brücke ist ja wahrscheinlich komplett im Eimer. Das sieht aus wie Ghule. Wo ist mein Roboter? Roboter? Das oder Typen, die zu viel Chat eingefahren haben? Ich habe aber keine Feinderkennung. Das wird okay. Ein Spaß! Ich habe den Eindruck, dass mein Roboter ein bisschen blutrünstig ist. Kann das sein? Blechdose, Nervenglas. Ja, die haben Pramin geschlachtet. Oh, da kommen noch mehr. Oh, da kommen noch viele. Der Roboter ist echt gut. Junge, Junge. Irgendwas habe ich da. Mehr Zement. Wir sacken sie mal ein. Hey. Ne, Junge, du schleppst jetzt Zementsäcke. Und den anderen Krempel.